Fillmore, ich übernehme das. Jetzt Fillmore. Die heutige Episode trägt den Titel Auf der Suche nach sich selbst. Erster Akt, X bleibt X. Weißt du, was mich total frustriert? Dass man nie seinen eigenen Hintern sehen kann. Sonst ist aber alles schön. Ich meine, na klar, wenn man vor dem Spiegel steht, hat man natürlich die Möglichkeit, ihn zu sehen. Aber weiß man deshalb genau, wie er aussieht? Also wie er in Wirklichkeit aussieht. Also Danny, ich bitte dich, was soll das? Das ist wie ein Zen-Rätsel. Woher wollen wir eigentlich so genau wissen, dass wir einen Hintern haben, wenn wir ihn doch nie richtig sehen? Warte mal, Fillmore. Wenn ich dir jetzt meine Kamera gebe, würdest du dann ein Foto von... Aufgepasst, es geht los. Guten Morgen, Francis. Bitte leg deine Baseballkarten hinten in den Truck. Gibst du mir dann auch meine Zahnspange wieder? Mal sehen. Ingrid? Schon unterwegs. Was ist los, Ingrid? Ich hab ihn. Er sitzt im Container auf dem Parkplatz. Pass mal auf. Ich tue einfach so, als ob du mich das nie gefragt hättest. Ach komm schon, Tehama. Ich will doch nur ein Foto. Hey, Ingrid. Ariella auf Leitung 2. Was gibt's, Schwester Herz? Oh nein, ist es was Ernstes? Ich komme direkt nach der Schule nach Hause. Bis dann. Alles im grünen Bereich? Mein Vater ist krank, nichts Schlimmes, nur eine Erkältung. Aber wir müssen ihn jetzt rund um die Uhr pflegen. Weil er erkältet ist? Oh ja. Na gut, er ist zwar der Leiter des Fachbereichs für Mathematik, aber als er das letzte Mal krank war, wollte er Fieber messen und hat sich das Thermometer in die Nase gesteckt. Ach du liebes bisschen. Fillmore, Third! Der Zahnspangendieb ist jetzt bereit zu reden. Ich will nicht 3 Monate nachsitzen, auf keinen Fall. Wie wär's mit einer kleinen Runde Quid pro Quo, wenn ihr wisst, was ich meine? Ihr mindert das Strafmaß und dafür liefere ich euch Informationen. Wie findet ihr das? Das kommt auf die Infos an. In 2 Tagen lässt die Cornwall doch den Algebra-Abschlusstest schreiben, nicht wahr? Der ist ziemlich schwer. Ja, sogar verdammt schwer. Aber ein paar von den Schülern haben vor, sich die Sache ein bisschen zu erleichtern. Ihr wisst doch, wovon ich rede. Könntest du mal etwas deutlicher werden? Sie besorgen sich vorher die Aufgaben. Und woher sollen wir wissen, dass du uns nicht reinlegst? Hey, überprüft's doch einfach. Wenn ich lüge, habe ich 3 Monate Arrest. Wir werden der Cornwall mal einen Besuch abstatten und sie warnen, oder? Ja, tut das. Also gut, nochmal von vorn. In dieser vorgegebenen Gleichung ist der Wert x konstant und unveränderlich. Wenn 2 plus x gleich 5 ist, dann ist x immer gleich 3, egal was passiert. Habt ihr das verstanden? X ist dann immer gleich 3, auch wenn Arnold Schwarzenegger Präsident werden sollte, egal. Oder Ostern und Weihnachten plötzlich auf einen Tag fallen. Wenn die Gleichung lautet 2 plus x gleich 5, dann ist x gleich 3 und nichts anderes. Diese Gewissheit sollte euch ein wenig trösten. Diese Erkenntnis wird euch euer ganzes Leben lang begleiten. Und damit wird vieles leichter werden. Nun gut, für den Rest der Stunde möchte ich euch bitten, diese Aufgaben zu lösen. Viel Spaß und viel Erfolg. Mrs. Cornwall?
Ich bin Cornelius Fillmore und das ist meine Partnerin Ingrid Third. Wir sind vom Security-Team. Es tut uns sehr leid, dass wir hier so reinplatzen, aber es ist sehr wichtig. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass eine kleine Gruppe von Schülern vorhat, sich eine Kopie vom Abschlusstest zu besorgen. Ach ja, ehrlich? Das ist wirklich beunruhigend. Wir versuchen, den Fall zu klären. Inzwischen sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Oh, das hatte ich doch sowieso vor. Darum müsst ihr euch keinerlei Sorgen machen. Hört bitte noch mal ganz kurz her. Das hier ist eine Kopie des morgigen Abschlusstests. Sie beinhaltet Fragen und Antworten. Und eins verspreche ich euch, der Test ist genauso schwer, wie ihr ihn euch vorstellt. Ich werde die Kopie genau in dieser Schublade aufbewahren und nicht abschließen. Ach ja, und die Tür zu eurem Klassenzimmer bleibt selbstverständlich auch unverschlossen. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Sehr schön. Dann sehen wir uns alle morgen beim großen Abschlusstest. Mrs. Cornwall, Sie wollten wissen, ob es noch eine Frage gibt. Ich hätte da eine. Ihr wollt bestimmt wissen, warum ich gerade vor der ganzen Klasse verkündet habe, wie Sie an die Kopie des morgigen Tests kommen können, richtig? Der Gedanke liegt nah. Das ist das Schülerhandbuch aus dem Jahre 1956. Das war das Jahr, in dem ich den Abschluss an der X Middle School gemacht habe. Und hier in diesem Buch steht der Ehrenkodex der Schule. Was? Ehrenkodex? Diesen Ehrenkodex verlese ich jedes Jahr aufs Neue zum Schulbeginn. Jeder einzelne Schüler trägt die Verantwortung dafür, den schulischen Anforderungen mit viel Anstand und Würde zu begegnen. Ich vertraue darauf, dass meine Schüler diesen Ehrenkodex freiwillig einhalten. Und wenn sie es nicht tun? Dann würden sie sich nur selbst betrügen und das wäre dumm. Das ist nicht alles, Mrs. Cornwall. Einige bestehen den Test auch auf ehrliche Art und Weise. Das ist total ungerecht. Lieber Cornelius, Anstand und Würde kommen von innen. Das kann man nicht erzwingen. Die Kinder müssen sich von allein für das Richtige entscheiden dürfen. Entschuldigen Sie bitte, Ma'am, aber es ist nicht mehr 1956. In diesem Klassenzimmer schon. Und das wird auch immer so bleiben. So ein Mist. Der Test liegt da völlig offen in dieser Schublade. Ingrid, dein Dad auf Leitung 4. Er hat Hunger, aber er hat das Sprichwort vergessen. Bei Schnupfen musst du viel essen, bei Fieber kannst du es vergessen. Ist schon gut, kümmere dich um ihn. Ich behalte das hier im Blick. Ich bin auf dem Weg. Braucht ihr noch eine Nachhilfestunde? Officer Fillmore, korrekt? Ich könnte mir natürlich irgendeine Ausrede einfallen lassen, warum wir hier sind. Aber wir kennen ja alle die Wahrheit. Darf ich dir kurz Carter Burns vorstellen? Wenn Carter seine Note 2 nicht halten kann, lassen ihn seine Eltern wohl kaum zum Skifahren nach Aspen fahren. Und kennst du Brenda Bronson schon? Sie muss unbedingt eine einschreiben, sonst ist sie ihren Platz bei der Ruderregatta los. Das ist Mitch Cragmont. Wenn er bei dem Test versagen sollte, werden ihm alle Videospiele weggenommen. Und Mitch liebt seine Videospiele. Und zwar sehr. Und du? Was hast du für eine Ausrede? Vielleicht habe ich einfach keine Lust zu lernen. Spielt das irgendeine Rolle? Fakt ist, dass du uns extrem im Weg bist, Kollege. Das bleibt doch so, Sportsfreund. Meine Damen, meine Herren, kann ich euch behilflich sein? Nein, vielen Dank, Mrs. Cornwall. Wir wollten nur ein bisschen Städtraten auf der Landkarte spielen. Nicht wahr, Leute? Cornelius? Danke, Mom. Wir treffen uns am Eingang. Und vergiss bitte nicht, meinen Schlafsack mitzubringen. Bis nachher. Was höre ich da? Willst du etwa zelten gehen? Um die Chancengleichheit zu wahren, schiebe ich vor dem Klassenzimmer von Mrs. Cornwall Nachtwache. Anders geht das nicht. Hör zu, selbst wenn Miss Cornwall die Lösung der Testaufgaben in Neonbuchstaben an die Tafel schreiben will, dann ist das ihre Sache. Und wenn jemand den Test stehlen will, dann ist das meine Sache. Fillmore, kannst du mich hören? Hey Ingrid, wie geht's deinem Dad? Schon besser. Wir machen ihm gerade ein mit Zink und Magnesium angereichertes Hühnersüppchen. Da muss noch mehr Salz ran. Und wie geht's dir? Danke, ganz gut. Ich lieg hier und lese mir gerade die alten Benimmregeln von Mrs. Cornwall durch. Unglaublich, was hier steht. Weißt du, Fillmore, wir sind Partner. Eigentlich müsste ich an deiner Seite sein. Vergiss es, Ingrid. Deine Familie braucht dich doch. Und außerdem ist der Spuk ja morgen hoffentlich ein für alle Mal vorbei. Dann schlaf gut, Fillmore. Das mache ich, du auch. Der plötzliche, völlig unerwartete Wintereinbruch hat die gesamte Region lahmgelegt. Geschäfte und Schulen werden heute geschlossen bleiben. Hörst du mich? Ja, was gibt's?
Die Stadt ist so gut wie tot. Kein Telefon, kein Strom, gar nichts. Stell dir das mal vor, nicht mal die Schneepflüge fahren. Damit hast du die Schule heute für dich allein. Nein, nicht ganz. Zweiter Akt. Vom Schnee verweht. Leute, wir haben nicht sehr viel Zeit. Also holt euch den Test. So, hier ist nichts. Was? Und was sollen wir jetzt tun? Das ist ja toll. Seht euch das an. Fillmore. Ich wusste, dass sowas passiert. Ich wusste es von Anfang an. Nun beruhig dich. Ich habe keine Spuren entdeckt, die von der Schule wegführen. Ah, dann ist er noch da. Und der Schneefall wird stärker. Das heißt, er kommt auch nicht mehr weg. Und der Test auch nicht. Wir durchsuchen das gesamte Gebäude. Hey George, kleiner Tipp am Rande. Geht nach Hause und spielt Bücherwurm. Ihr habt noch Zeit zum Lernen. Ihr wollt Einkriege spielen? Auch gut. Aber dass ihr euch den Test holt... Kommt überhaupt nicht in die Tüte. In Raycliffs Büro. Na los! Eine Frage. Warum kaufen wir Fillmore diesen bekloppten Test nicht einfach ab? Weil er den Test die ganze Nacht bewacht hat. Du glaubst doch nicht, dass so jemand käuflich ist. Und jetzt findet ihn. Hör zu, Fillmore. Wir werden dir nicht das Geringste tun. Wir wollen lediglich diesen Test. Los, da lang! Er ist hier und da und überall! Noch eine Frage. Jagen wir Fillmore oder jagt Fillmore etwa uns? Du sitzt in der Falle, Fillmore. Zwei Möglichkeiten. Wir können es auf die sanfte oder auf die harte Tour machen. Apropos harte Tour. Eine Sache wundert mich. Ach ja? Und was wäre das? Ihr macht einen Riesenaufriss, nur um den Test zu klauen. Ich meine, warum lernt ihr stattdessen nicht und bringt die Sache mit Anstand hinter euch? Erspar uns deine Predigt, Fillmore. Du entkommst uns nicht. Ingrid. Kannst du mich hören? Ja, Fillmore. Und? Wie läuft es so? Nicht so gut. Die haben mich im Gewächshaus festgenagelt. Kann ich endlich aufhören? Noch 5 Minuten, Dad. Bleib bloß da, wo du bist. Ich bin auf der Website der Landschaftsgärtner und logge mich gerade in den Grundriss des Gewächshauses ein. Donnerwetter. In der Abteilung für exotische Pflanzen gibt es einen Belüftungsschacht. Wo genau steckst du? Rhododendron. Kommst du da raus? Muss ich ja. Fillmore, over. Na dann viel Glück. Ingrid, over. Darf ich jetzt aufhören? Hey, da ist er ja! Wo ist er hin? Wo ist er nur hin? Das Schularchiv. Ach, ein Foto von Mrs. Cornwall, als sie noch jung war. Hallöchen, du Fisch. Ich bin auf Level 28. Ganz gut, oder? Das ist ja eklig. Auf diesen ganzen Fotos ist nur irgend so ein Hinterteil drauf. Da hat sich einer von hinten fotografiert. Sucht weiter. Jemand hat Fillmore bei der Flucht aus dem Gewächshaus geholfen. Hey, Jungs, guckt mal, was ich hier habe. Das war 1955, da war Mrs. Cornwall in der 7. Klasse. Sie musste Mutterseelen allein einen Test nachschreiben. Nachdem sie ihn abgegeben hatte, fiel der Lehrerin auf, dass alle Antworten an der Tafel standen. Aber jetzt kommt der Knaller. Mrs. Cornwall hat nur eine 3 geschrieben. Sie hatte die Antworten direkt vor der Nase. Aber sie hat trotz allem nicht geschummelt. Wow! Sie erfüllt zumindest das, was sie von anderen erwartet.
Ja, ist dein Dad eigentlich wieder fit? Naja, eins steht mal fest. Seine Erkältung ist ansteckend. Tschee! Gesundheit! Dankeschön! Die beiden brauchen einen Teller Hühnersuppe. Das klingt lecker. Ich guck mal, was der Automat so zu bieten hat. Ingrid, hilf mir mal. Ich muss mich zwischen Schokolade und Gummibärchen entscheiden. Ich... kann jemand von euch einen Dollar wechseln? Fillmore, hörst du mich noch? Tut mir leid, Ingrid. Aber ich fürchte, dein Partner gibt uns erstmal ein bisschen Nachhilfe in Algebra. Dritter Akt. Eine Frage der Ehre. Ich sag euch doch, wir haben ihn gefilzt. Er hat den Test nirgendwo. Dann hat er ihn in der Schule versteckt. So viel steht fest. Das hat mich so viel Arbeit gekostet. Ich will eine Eins. Wir halten Fillmore so lange fest, bis wir den Test gefunden haben. Mitch, du wirst auf ihn aufpassen. Ich? Warum muss ich das machen? Warum nicht Carter? Besser noch Brenda. Halt eine Klappe. Na klasse, damit sind wir gerettet. Ich wünschte, ich hätte einen lieben Fisch, der mir immer zuhört. Hör zu, du kleiner Fisch. Joey hat keine Ahnung von Computerspielen. So sieht's nämlich aus. Er hat immer nur ganz großes Glück gehabt. Jetzt denkt er, er sei der Allergrößte, weil er den Geheimlevel im Schloss geknackt hat. Klasse, Ingrid. Hey, warte! Er ist weggerannt. Da ist er! Hallo Ingrid, ich bin's. Ich komme jetzt nach Hause. Wir haben keinen Test. Wir haben keinen Fillmore. Wir haben einfach gar nichts. Officer Fillmore, ich würde es sehr schade finden, wenn du uns so schnell verlassen willst. Hey George, was ist? Sucht ihr immer noch den Test? Nein, das ist doch nicht mehr nötig. Und zwar, weil du ihn mir bringen wirst. Ach ja? Und warum sollte ich das tun? Ganz einfach, weil Wasser bei 0 Grad Celsius zu Eis gefriert. Ich schätze mal, in einer Stunde wird das Wasser in deinem Fischglas zu Eis gefroren sein. Deshalb schlage ich einen kleinen Deal vor. Oder ist dein neues Leibgericht etwa lecker, lecker Fischstäbchen? George, ich finde, das geht zu weit. Ich glaube, ich gehe lieber wieder nach Hause. Ich wusste, dass es eine schlechte Idee ist. Ich wusste es gleich. Okay, ich bin einverstanden. Kennst du die Brücke am Rand des Schulgeländes? Wir treffen uns da in 10 Minuten. Na los, reich den Test rüber, Fillmore. Eine Bitte. Versuch mir zu erklären, warum du sowas tust. Also gut, die paar Sekunden habe ich noch. Ich habe eine 1 in dem Test verdient. So einfach ist das. Das ganze Jahr habe ich für Mrs. Cornwall und ihre Algebra geschuftet wie ein Idiot. Die Hausaufgaben erledigt, jedes noch so lange Kapitel durchgelesen. Weißt du, was ich am Ende davon hatte? Nach all der Büffelei? Eine 3. Eine lausige 3. Gut, vielleicht. Aber es war eine ehrliche 3. Eines Tages, wenn die einzige Erinnerung an uns die verstaubten Bilder im Jahrbuch sind, dann ist diese ehrliche 3 tausendmal mehr wert als alles andere. Und zwar, weil sie etwas Wichtiges beweist, dass du Anstand hast. Fillmore, die Zukunft interessiert mich einen feuchten Dreck. Nur die Gegenwart zählt. Und deshalb bekomme ich sofort diesen Test. Erst will ich meinen kleinen Fisch. Der kleine Fisch! Nein! Sein Name ist Miles. Ich hol Wasser! Ich hol Wasser! Ich will auf keinen Fall das Blut eines unschuldigen Fisches an meinen Händen haben. Los, wir müssen ihn reinbringen.
hat sich schon wieder erholt. Tja, Fillmore, es war ziemlich aufschlussreich für uns. Ich schätze, man sieht sich. Wartet bitte. Ich habe mich auf der Brücke auch nicht unbedingt wie ein Ehrenmann verhalten. Ich habe euch ja gar keine Wahl gelassen. Das war falsch. Sind das die Lösungen? Die Fragen plus Antworten. Da sind sie. Und ab jetzt gehören sie euch. Ich werde euch auch nicht dafür verurteilen. Entscheidet selbst, was ihr macht. Oder wer ihr sein wollt. Für mich war es wichtig, mit euch zu reden und euch dabei in die Augen sehen zu können. Macht, was ihr wollt. Ich drehe mich um. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir brauchen die Lösung nicht mehr. Hey, George, wie wär's mit einer Arbeitsgruppe? Ich sag meiner Mom, dass sie uns ein paar Schlittchen machen soll, hm? Hey, Ingrid, na, wie fühlen sich deine Patienten? Besser. Das Problem ist nur... Oh, nicht doch. Leider ja. Hör zu, Fillmore, ich weiß, dass du mich heute gebraucht hättest. Hey, du warst doch hier. Gute Besserung, Ingrid. Fillmore over. Ah, Cornelius. Ich hab mir doch schon gedacht, dass du hier rumlungerst. Hallo, guten Tag. Na, was sagen Sie? Ziemlich mieses Wetter da draußen, hä? Zu meiner Zeit hätte die Eiszeit ausbrechen müssen, damit die Schulleitung so etwas Ähnliches wie Schnee freigibt. Siehst du, Cornelius, alles noch da. Es ist nichts passiert. Ich glaube, du musst noch lernen, darauf zu vertrauen, dass jedes Kind die Fähigkeit in sich trägt, das Richtige zu tun. Man muss nur jedem Menschen die Chance dazu geben. Ja, vielleicht, Mrs. Cornwall. Vielleicht. So, und du warst hier in der Schule mal einen ganzen Tag allein, ohne Lehrer, ohne Klassenkameraden. Hast du an dem Tag trotzdem was gelernt? Ja, das habe ich. Der Wert X bleibt konstant, egal was geschieht. Ja, ganz richtig. Und das ist auch schön.